Leute, es gibt was zu gewinnen, und zwar dieses Messer hier, das Ambulo von Wolfgangs, einem familiengeführten Unternehmen, die sich auf Messer spezialisiert haben, für den kleinen EDC-Bereich als auch für den richtig robusten Outdoor-Bereich, so wie bei diesem jetzt. Und wer das gewinnen möchte, der guckt am besten mal in den ersten Link in der Videobeschreibung, da müsst ihr euch einfach eintragen und dann habt ihr die Chance auf eins von 5 Messern. Und wenn das nicht reicht, es gibt zusätzlich auch nochmal 5 50-Euro Gutscheine für den Wolfgangs Shop. Also klickt mal schnell auf den ersten Link in der Videobeschreibung, tragt euch in dem Formular ein und dann habt ihr die Chance auf eins von diesen mega geilen Messern. Ich trage das jetzt schon eine ganze Weile und muss sagen, ich bin sauzufrieden. Robuster D2 Stahl, man kann das Ding richtig im robusten Bushcraft-Bereich nutzen, aber auch einfach, um mal irgendwie ein Brot zu schmieren. Und das macht es extrem flexibel. Man kann es so mitführen und es ist auch legal mitzuführen. Ganz, ganz wichtig. In dem Sinne, tragt euch ein, Leute. Eine ganze Familie vom Erdboden verschluckt. Wie so etwas funktioniert, das versuche ich in diesem Video herauszufinden. Denn irgendwo mitten auf dem Land liegt ein alter kleiner Bauernhof. Auf dem ersten Blick scheint hier alles normal. Seit einigen Jahren scheint hier keiner mehr zu leben. Doch wenn man genau hinsieht, dann fällt auf, dass die Mauern und der komplette Fußboden komplett verschoben ist. Das Dach ist zwar noch drauf, aber das Haus ist verrutscht. Man sieht da sogar die Isolierung durch, so eine Styroporisolierung. Das ist einfach mal 30 cm groß aufgerissen. Das Haus ist an einigen Stellen einige Meter nach unten gesackt und hat Möbel und alles andere mit nach unten gezogen. Ich stehe gerade wie auf so einer Eisscholle, denn alles, was außerhalb von dieser Platte ist, ist hier zusammengebrochen. Das ist das baufälligste, gefährlichste, was ich je besucht habe. Daraufhin musste die Familie flüchten und hat alles in diesem Haus zurückgelassen. Teller, Tassen, alles in der Küche, alles liegt noch hier. Viele Jahre später bin ich hierhin zurückgekehrt, um mir zu erklären, wie so etwas passiert sein kann. Weites Ödland, hier ist nichts, außer dass es gerade fast im Mai gehagelt hat und jetzt hier überall weiße Straße ist. Hier ist keine Fußspur. Die erste Fußspur, die ich hier wieder mache, ist meine eigene. Das ist wirklich wie im Winter. Und hier vorne geht's jetzt rein zu der Location, die wir uns heute angucken. Hier ist noch ein alter Briefkasten, wo schon ewig, ja, hier ist nicht mal mehr ein Deckel drauf, hier hat's auch reingehagelt, schon ewig keiner mehr die Post abgeholt hat. Und hier vorne ist dann so eine kleine Allee und was uns da hinten auf dem Hof erwartet, das seht ihr jetzt. Mein Name ist Peter Adventure und das ist mein Kanal. Wir laufen da jetzt einfach mal hin. Ich habe mir sagen lassen und auf Maps so ein bisschen vorher geforscht, dass diese Location wirklich eine 1 plus mit Sternchen ist. Und ob dem wirklich so ist und man sich auf diese Quelle verlassen kann, das finden wir heute gemeinsam heraus. Wenn ihr übrigens Hintergrundinfos wollt, wie wir so eine Location filmen, dann schaut auf jeden Fall mal in den Link in der Videobeschreibung. Da findet ihr immer das aktuelle Video, passend zum Video, so ein hinter den Kulissen-Ding sozusagen. Sieht von hier aus auf jeden Fall schon mal höchst interessant aus, keine Frage. Ich bin jetzt auch schon 3 Tage unterwegs, bin dementsprechend ein bisschen fertig. Falls ich mich ein bisschen verplapper zwischendurch, tut es mir wirklich ganz herzlich leid. Gleich, wenn man hier aufs Grundstück kommt, ist eine Sache schon mal sehr eigenartig. Hier ist so eine Art Grabstein, wo Auf Wiedersehen draufsteht. Es ist halt nur eindeutig ein Grabstein, ne? Was soll das sonst sein? Keine Ahnung, ob die jemand Tier beerdigt haben oder so. Ist auf jeden Fall komisch. Warum hat man einen Grabstein auf einem privaten Grundstück? Guck mal, da vorne steht eine Tischtennisplatte. Komplett zugewachsen und ach du Scheiße, das ist eine neue Form von Baufälligkeit. Seht ihr das? Das komplette Haus mit der Hausnummer 17 ist verrutscht. Das Dach ist zwar noch drauf, aber das Haus ist verrutscht. Man sieht da sogar die Isolierung durch, so eine Styroporisolierung. Das ist einfach mal 30 cm groß aufgerissen, das Haus. Gut, da wissen wir zum Thema Baufälligkeit auf jeden Fall, dass wir drin richtig gut aufpassen müssen, wo wir hintreten und was von oben von der Decke guckt. Hier auf der Terrasse steht halt noch diese Tischtennisplatte, eine ultra vergilbte Fensterscheibe, wo man quasi nichts durcherkennen kann. Und die theoretische Eingangstür. Ich weiß gar nicht, ob es hier reinginge. Hier geht es sogar rein. Aber ich würde sagen, bevor wir hier reingehen, schauen wir uns erstmal hinten außen auf dem Hof um. So, gehen wir ein Stück weiter. Hier hinten sieht man schon den ersten Teil Stall. Das ist so eine Art, ja, wie so ein kleiner, ja, wie so eine Scheune, wie so ein Schuppen, kann man beinahe sagen. Hier steht ein alter Anhänger mit Schutt drauf. Und da vorne, ich würde sagen, da wird es dann so richtig interessant. Da scheint ein altes Auto noch zu stehen.
Da haben die hier einfach das komplette Fahrzeug zurückgelassen. Das Nummernschild ist tatsächlich nicht mehr dran. Aber es kann natürlich auch sein, dass das nur ein Zweitwagen war. Hier hat man halt nicht mal mehr das Dachfenster zugemacht. Weswegen ich schon davon ausgehe, dass das hier wirklich A, schon lange steht und B, damals unplanmäßig zurückgelassen wurde. Vielleicht geht ja sogar die Tür auf. Ja, Tatsache. Guckt euch mal an, wie vergilbt die Scheiben von dem Auto sind. Hier vorne, das muss ich wieder verpixeln, liegen sogar alte Unterlagen. Hier ein Bankkontoauszug von 1997 zum Beispiel. Wenn das Ganze schon so lange verlassen ist, dann sieht das dafür aber noch ziemlich gut aus hier. Sogar das Lenkrad haben sie da vorne schon abmontiert. Alter, wie vergilbt diese Scheiben sind. Gegenüber vom Auto ist noch so eine kleine Garage bzw. Werkstatt. Schaut mal, sämtlicher Krempel drin, ne? Das ist wirklich krass, da brauche ich gar nicht reingehen, weil das so zugestellt ist. Und da hast du da hinten halt sämtliche Öle und Dinge, um das Haus eben in Ordnung zu halten und den Hof. Von da vorne von der Garage geht es hier noch zu diesem alten Traktor. Auch der wurde hier irgendwann mal abgestellt, weil dieses Haus da vorne auf einmal keinen Besitzer mehr hatte. Wieder vielleicht jemand verstorben, ältere Menschen. So schlecht ist der gar nicht in Schuss, oder? Halt nur extrem vergilbt. Und hier neben ist sogar auch noch so ein kleiner Caddy oder so ein Opel. Auf jeden Fall so ein kleiner Kastenwagen, der mal komplett umgeschmissen wurde. Und dahinter befinden sich noch ganz viele Fahrräder. Also wer noch ein Fahrrad sucht für die nächste Fahrradtour, der sollte hier auf jeden Fall mal schauen. Vielleicht findet ihr da was Schönes. Nee, natürlich nichts von der Location mitnehmen. Ich glaube, wir brauchen so langsam Licht, oder? Oh, die Tür. Was ist das hier? Hier ist einfach nochmal so eine Vorratskammer bzw. eine Abstellkammer für sämtliches Zeug. Hier stehen extrem viele Schuhe im Regal. Hier hast du noch Schlittschuhe stehen, irgendwelche Jacken. Die komplette Kleidung plus Schuhe wurde hier zurückgelassen. Ich glaube, um weiterzugehen, brauchen wir hier eine Runde Licht. Weil es geht hier wirklich noch ganz schön weit weiter. Hier sind noch sämtliche Einmachgläser. Irgendwie so ein komischer Skulpturenkopf. Eine uralte Schreibmaschine von Alpina. Kennt jemand die Marke oder weiß, von wann die ist? Sieht so aus wie Zweiter Weltkrieg oder sogar irgendwie so 1930er Jahre. Hier gab es noch einen Stall oder Autoreifen. Hasen hatten die hier oder Hamster oder so. Noch ein Stall. Boah, und unfassbar viele Behältnisse. Hier so alles Blumentöpfe und so. Haben die wahrscheinlich auch mal irgendwie Blumen gezüchtet, irgendwelche Pflanzen. Also hier sind wir wieder bei den Autos. Ich habe völlig vergessen, dass hier noch ein Scheunentor ist. Das Problem ist, es gibt einfach unfassbar viel zu sehen. Die Sonne kommt gerade wieder ultra geil raus. Das macht natürlich jetzt viel mehr Spaß als vorhin. Dieser Starkhagel, den wir da gerade hatten. Und hier ist jetzt nochmal so eine komplette, ich würde schon beinahe sagen, Lagerhalle, wo alles reingeschmissen wurde, was man so auf spontan nicht mehr gebraucht hat. Und da sind auf jeden Fall noch verpackte neue Teile. Ich habe keine Ahnung, was genau das hier ist. Das hat man auch hier gelassen. Das wird mal viel Geld gekostet haben. Und so Hals über Kopf musste man los, dass man solche Sachen nicht mal mehr mitnehmen konnte beim Umzug. Und dann drehst du dich um und siehst das hier. Noch eine komplett eingerichtete Werkstatt. Boah, das ist halt wirklich relativ krass, ne? Hier sind sämtliche Schräubchen und irgendwelche Schraubenzieher, Dämpfer fürs Auto liegt hier noch rum. Ich glaube tatsächlich, dass hier wirklich jemand an Autos geschraubt hat. Und ich glaube irgendwie auch aufgrund des Basketballkorbes, den wir gerade draußen gesehen haben, dass es sich hier irgendwie eher um eine jüngere Familie handelte. Und nicht um Menschen, die hier verstorben sind, sondern Menschen, die hier weggezogen sind aus irgendeinem Grund. Schaut mal, auch so eine Kleinigkeit, ne? Hier dieser Basketballkorb. Der erinnert mich halt irgendwie eher an so eine Familie mit Kindern, die hier gewohnt hat, als an ältere Leute. Also das Haus sieht da hinten, finde ich, unfassbar gruselig aus. Stellt euch mal jetzt vor, so in Kombination mit dem Auto, das Ganze im Dunkeln, diese Kulisse, dieses komplett verwachsene Haus, diese graue Außenfassade, die ganzen dunklen Fenster, das wirkt schon sehr, sehr horrormäßig. Und während es wieder anfängt zu hageln und perfekt passt zu der Horrorstimmung dieses Hauses, gehen wir wieder nach vorne. Es gibt hier zwar verschiedene Eingänge und ich habe tatsächlich auch ein bisschen Respekt davor, aber wir nehmen den Eingang, den wir gerade schon entdeckt haben, und zwar die Tür bei der Terrasse. So, hier ist die Eingangstür, die alte Klingel. Ich würde sagen, wir klopfen mal, oder? Hallo? Okay, wir gehen rein, würde ich sagen.
gefällt. Hier muss man wirklich aufpassen. Ich bin jetzt schon auf den Nagel getreten. Was ist das für ein Haus? Da vorne ist die Küche. Hier ist ein Ofen. Da ist irgendwie ein Eingangsbereich. Und hier ist so eine, nochmal so eine notdürftig reingezogene Holzbretterwand. Und hier vorne ist das Zimmer, durch das wir gerade schon gespäht haben. Ich würde sagen, wir gehen hier als erstes rein. Hier ist auf jeden Fall ordentlich was an Medikamenten da. Das ist wie so ein kleiner, ja, Medikamentenschrank tatsächlich. Auch hier unten geht das noch weiter, ist aber uralt. Daneben so ein Kassettenrekorder. Hier unten auf dem Boden noch mehr Medikamente. Hier, dass ihr nochmal versteht, wo wir gerade sind. Hier draußen steht die Tischtennisplatte. Hier wurde schon ein bisschen was zusammengesammelt. Irgendein Müll ist hier schon in Säcken. Hier, ein spanische Polizeiunterlagen. Policia de Seguranza. Das müsste auf jeden Fall spanisch sein, auch das Wappen oben. Keine Ahnung, irgendein Strafzettel aus Spanien, vielleicht von irgendeinem Urlaub oder so. Und das hier ist dann das Schlafzimmer, Leute. Großzügiges Bett auf jeden Fall. Auch verschiedenste Dinge über dem Bett, wie zum Beispiel eine alte Brille. Hier liegt noch eine Schere, Klamotten. Die Kleiderschränke sind leer, also vielleicht sind sie wirklich fluchtartig weg. Hier vorne sind auch nochmal Unterlagen. Abmeldebescheinigung für den Haftpflichtversicherer. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen blablabla PKW. Sag nicht, das ist jetzt ein Opel. Kann man das hier irgendwo erkennen? Leider nein. Es könnte wirklich gut sein, dass es sich um das Fahrzeug gehandelt hat, was wir draußen gesehen haben und sie das noch aus irgendeinem Grund abgemeldet haben. Und eine ganze Kiste mit Kassetten. Was haben wir hier? Ariel, Originalsprecher, die fünf Freunde. Ich habe das hier übrigens beim Reinkommen gar nicht gemerkt, aber das ganze Haus hier ist abgesackt. Guckt euch das mal an. Das ganze Ding hier ist abgesackt. Hier siehst du es auch an dem Türsturz. Die ganze Wand hier ist einfach nach unten gesackt. Was ist das denn? Na gut, das kann ein Grund gewesen sein, warum man das verlassen hat. Der Grund, dieses Haus hier zu verlassen, war einfach, dass die Baufälligkeit einfach Überhand genommen hat und man hier weg musste, weil man das Geld vielleicht für eine Renovierung nicht hatte. Vielleicht war es sowas. Ja gut, kommen wir von dem Raum endlich weiter, Leute. In dieses Wohnzimmer, wir haben es gerade schon gesehen. Es ist wirklich irre und ich versuche euch jetzt irgendwie, während ich diese Kamera hier in der Hand halte, mitzuteilen, wie verrückt das hier ist. Denn alles in diesem Haus ist krumm und schief. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern komplett. Ich halte mal die Kamera gerade. Seht ihr, dass der Ofen schräg steht? Das geht komplett so runter. Aber nicht nur dort, Leute. Hier sieht man schon die ersten Risse so an der Wand. Das sind die ersten Vermutungen. Hier ist ein Badezimmer. Man kann hier halt nirgends so richtig hintreten, ne? Weil es wirklich einfach arschgefährlich ist. Da hinten kann man es auch schon erahnen. Wir haben es ja von draußen auch schon gesehen. Da ist auch ein Loch in der Wand. Und naja, irgendwie geht es hier bergab, oder? Seht ihr das, Leute? Das hier? Und jetzt passt auf. Hier dieser ganze Riss auf dem Boden. Ich stehe gerade wie auf so einer Eisscholle. Denn alles, was außerhalb von dieser Platte ist und noch ein Stückchen weiter Richtung Küche, die wir uns gleich ansehen, ist hier zusammengebrochen. Heiko steht ungefähr gerade hinter mir, so 20 cm tiefer oder 10 cm tiefer. Auf der Seite gibt es gleich noch einen Raum, der sucht seinesgleichen. Der ist einfach, da geht es steil nach unten. Das sieht aus, als ob wir hier irgendwo in San Francisco wären oder so, an der Stadtgrenze nach einem Erdbeben in so einem Haus. Ich habe sowas noch nie gesehen. Das ist das baufälligste, gefährlichste Lost Place, was ich je besucht habe. Hier sieht man das nochmal ganz gut. Diese Bodenplatte hat sich komplett verschoben, aber nicht nur die. Wenn ich die alte Zeitung hier wegnehme, seht ihr das hier auch. Das ist nicht einfach nur so eine kleine Ecke, sondern überall sieht das hier so aus. Ja, und hier hast du dann die Küche. Wow, hier geht's schon wieder bergab. Die ganze Küche ist noch voll eingerichtet. Tassen, Teller, Töpfe, irgendwelche Flaschen, das Spülmittel, da hinten Gewürze, Haferflocken und all sowas, Spitzkornreis, Langkornreis, Milchreis, all diese Dinge, die man zum Kochen gebraucht hat, samt dieser Einmachgläser, all das steht noch hier. Und ich vermute, dass diese Menschen hier, wie bei einem Erdbeben, aus diesem Haus verschwinden mussten, weil dieses Haus dem Einsturz nahe war. Vielleicht haben die geschlafen, haben das hier mitbekommen, es hat gepoltert und geholtert und mussten dann sofort hier raus. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann auf dem Video, aber es ist absurd. Man sieht es ja am Fenster, wie schräg das da ist. Die ganze Küchentheke da hinten hat sich hochgehoben und nach unten versetzt. Eigentlich alles samt Spüle und Wasseranschluss ist da unten in so eine Kuhle gerutscht. Das ist wirklich komplett irre. Man kann diesen Weg hier nicht laufen. Da an der Treppe könnt ihr es auch sehen, dass es da dann so runter geht. Hier war auf jeden Fall eine offene Küche mit Küchentheke und da hinten der Essbereich. Hier liegen ja sogar noch die Handtücher zum Abtrocknen des Geschirrs. Und sogar der Mülleimer ist noch voll. Mich würde halt mal interessieren, von wann der Müll ist. Also fasse ich da jetzt rein. Was steht dort? 18. März 2002.
Die Bude hier ist richtig lange verlassen. Die ist nicht erst seit 5 Jahren verlassen, fast 20 Jahre, wo das Ding jetzt hier wahrscheinlich, also kann auch sein, dass die Packung schon älter ist, aber ungefähr 2002, 2003, 4, 5, sowas in der Richtung, wird das Ganze hier schon passiert sein. Und seitdem, und so wirkt es auch, ist das Ganze fast wie in einem Dornröschenschlaf. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass hier schon viele Leute waren und hier Graffiti gesprüht haben oder so. Vielleicht ein bisschen gewühlt, aber viel mehr ist hier nicht passiert. Hier noch solche Zeitschriften, auch da könnte man irgendwie sehen, wann das Ganze vielleicht verlassen wurde. Das ist hier eine Rundschau von 2007. Kann man das erkennen? Ja, hier, 2007. Ja, was für Räume bleiben uns jetzt überhaupt noch? Alter, das ist mit diesem... Das sieht wirklich... Also ein Erdbebenhaus ist das hier. Hier geht's wieder bergab. Hier siehst du auch wieder, dass sich alles verzogen hat. Hier ist noch ein Badezimmer. Und sämtlichem Zeug, auch das haben die alles hier gelassen. Da hinten stehen sogar noch die ganzen Zahnbürsten im Badezimmer. Alles ist eigentlich zurückgelassen, ne? Zahnpasta, Rasierer, Rasierschaum, irgendwelche Wischmittel. Und selbst das Duschgel da hinten in der Dusche ist noch da. Hier ist der eigentliche Eingangsbereich gewesen. Das ist die große Eingangstür. Und dann gab es hier noch zwei Räume. Einmal diesen hier. Der ist komplett leer eigentlich. Alter, was? Die Wand ist hier einfach zusammengebrochen. Mauerwand außen, dann Styropor und eine Mauerwand innen. Und die ganze Sitzecke da vorne, die ist komplett da reingefallen. Das ist wieder so eine coole, ne? Es scheint irgendwie da, irgendwie vielleicht ist das ein sandiger Boden hier oder so, komplett zusammengesackt sein. Ja, hier lag schön Teppich drauf, ne? Ist jetzt irgendwie auch nicht mehr so ganz der Fall, denn da hinten hat sich auch alles verschoben. Hier ist einfach nur so ein Buckel und dann geht es zu beiden Seiten, einmal hier und einmal da, komplett runter. Das ist das, was wir von außen gesehen haben. Da müsstest du einen Stein wegziehen und ich sag dir, das ganze Haus hier fällt wie so ein Kartenhaus zusammen, wie so ein Jenga-Turm. Aber alle Jacken und alle Kleidungsstücke neben dem ganzen Chaos liegen noch hier, ne? Selbst so ein Zylinderhut, der mal selbst von den Kindern vielleicht gebastelt wurde, von einem Fasching, hängt hier noch an dem Haken. Es bleibt eigentlich nur noch ein Raum übrig, und zwar der, der hier so abgekapselt ist von dieser komischen selbstgebauten Bretterwand. Und dann kommt man hier in einen relativ großzügigen Raum. Oh, der könnte das Wohnzimmer gewesen sein oder so. Ja, ich schätze ehrlich gesagt schon, dass das Wohnzimmer war. Mit einer Menge Büchern. Dieser Raum hier ist genauso, aber auch zusammengesackt. Alter, die ganzen Bücherregale. Das ist alles umgekippt hier. Ab hier, wo ich jetzt stehe, geht es nur noch steil nach unten. Ich weiß auch gar nicht, ob es hier noch einen Keller gibt oder so. Da hinten wirkt es gerade fast so. Hier vorne hängen noch Klamotten am Schrank. Und eine ganze Menge persönliche Dinge liegen hier auch noch, so wie ich das sehen kann. Schaut mal, da draußen geht die Sonne gerade relativ schön unter. Das sieht auf jeden Fall echt geil aus. Man hatte hier auf jeden Fall einen herrlichen Ausblick, wenn man immer da hinten so auf den Sonnenuntergang geblickt hat. Das hat schon was. Hier sind zum Beispiel eine ganze Menge Fotoalben. Weihnachtsfeier von Martina 1985. Vielleicht sieht man hier noch alte Fotos, wie das hier mal aussah. Das hier wirkt wiederum wieder wie in dem Wald, wo wir uns gerade befinden oder sehr in der Nähe. Auch übrigens 1985. Doch, Leute, ist das hier nicht die Küche, die jetzt inzwischen kaputt ist? Ja, zu 100%, das ist das Haus. Da war es noch heile, Leute, das kann man sich nicht vorstellen. Da ist die Küchenzeile und da, wo das Kind jetzt steht, da ist es genau da runtergesackt. Damals, als das Haus hier gebaut wurde oder man hier ganz normal noch drin gewohnt hat, konnte man sich wahrscheinlich im Leben noch nicht vorstellen, dass das mal so aussehen wird. Hier ist alles noch schön gerade und ordentlich. Das ist ja cool. Gut, dass wir uns dieses Fotoalbum noch angesehen haben. Und ein paar Seiten weiter ist sogar auch noch diese Lampe. Ich weiß nicht, ob ich die euch ordentlich gezeigt habe, aber die Lampe war bei dem Essenstisch. So sah das hier mal alles richtig schön gemütlich aus, muss ich sagen. Das ist immer das, warum ich halt doch versuche, mir immer so ein paar persönliche Dinge anzugucken. Weil du halt erst dann am Ende die ganze Geschichte verstehen kannst. Du kannst erst dann verstehen, warum hier keiner mehr wohnt, aber halt auch, dass die doch eine ganze Weile hier gelebt haben. Und all diese persönlichen Dinge, die sie sich hier über viele Jahre angesammelt wurden, wahrscheinlich jetzt alle noch hier sind, weil sie flüchten mussten. Weil das hier vielleicht in der Nacht- und Nebelaktion ultra angefangen hat zu ruckeln und zu scheppern und dieses ganze Haus zusammengesackt ist. Ich habe sowas noch nie gesehen. Es ist halt wirklich, kann mich nur wiederholen, wie so ein Erdbebenunfall oder so. Vielleicht gab es hier auch so ein leichtes Beben oder so und dann ist hier dieser torfsandige Boden einfach zusammengesackt. Unfassbar creepy eigentlich, dass sowas theoretisch überall passieren kann. Gibt es ja immer wieder solche Geschichten, dass dann auf einmal aus einem alten Bergwerk, was da drunter liegt oder so, einfach ganze Häuser verschlungen werden. Und nicht nur, dass der ganze Boden wackelt, wenn man hier so ein bisschen, nur so ein ganz bisschen sich bewegt und wippt. Wackelt der ganze Boden hier, weil ich glaube auch, dass dieser Teil Haus hier auf so Stelzen steht. Das gibt's doch öfter. Hier sind ganz viele selbstgemalte Bilder von Kindern. So ähnlich habe ich früher auch gemalt. Ja, so Kriegsbilder. Ich hatte mal so eine Zeit, da habe ich sowas auch gerne gemalt. Ist nicht, weil man den Krieg cool fand, sondern weil man als Kind halt einfach, man fand's halt einfach cool, so Kanonen und sowas. Hier ist so eine Lagerfeuerstelle oder so. Da sieht man hier dann eine Axt
und ein Haus, ähnlich wie dieses hier. Eigentlich relativ schön, oder? Auf so einem Zeichenblock. Und auch hier in den Kisten sind überall noch private Fotos, wie die Kinder hier aufgewachsen sind in dem Haus. Und dann irgendwann hat es einfach gewaltig gescheppert und gewackelt. Und das ganze Ding hier ist einfach zusammengebrochen. Komme ich nicht drauf klar. Ich komme da nicht drauf klar, Leute. Auch wenn ich mich wiederhole. Fehlt nur noch, dass das hier gleich zusammenbricht, während wir hier noch drin sind. Boah, gut, ich würde sagen, wir verlassen das Haus jetzt wieder. Ich bin wirklich froh, dass ich da wieder raus bin. Das war ein unfassbar unbehagliches Gefühl da. Ja, und genau da, wo wir das Video vorhin angefangen haben, beende ich es jetzt auf jeden Fall wieder. Wir sind lebendig wieder raus, Leute. Ich bin wirklich froh, dass ich da wieder raus bin. Was ein unfassbares Abenteuer. Das ist eine Location, wo ich am Anfang nie gedacht hätte, dass ich am Ende sagen werde, dass ich sowas noch nie gesehen habe. Aber sowas habe ich wirklich noch nicht gesehen. Ich habe euch hier, glaube ich, so ein paar Sachen reingepackt, was ich denke, an was mich das erinnert, mit solchen Dokus und so. Man hat sowas ja schon öfter gesehen, wie sowas mal irgendwie abgesackt ist. Ich habe es vorhin ja schon erzählt, dass dann sowas irgendwie in so ein Bergwerk, dass das Bergwerk absackt unter einem, irgendwie so vor Zeiten zugeschüttete Bergwerke und dann sackt einfach so ein ganzes Dorf gefühlt in so einen Krater rein. Könnte hier in Klein passiert sein. Schreibt eure Meinung zu diesem Ding in die Kommentare. Bleibt an der Stelle frei und gesund, lebt euer Abenteuer und bis zum nächsten Video. Euer PJ Adventure. Ciao.